Ja, wir wollen das Ganze natürlich auch testen. Du Felix, du bist Cannabiskonsument und hast wie lange jetzt kein Cannabis genommen? Seit circa 6 Wochen. Okay, was hast du getan, damit du es aus dem Kreislauf kriegst? Viel schwitzen und sonst einfach gar nichts. Gut, dann testen wir das jetzt mal. Das heißt, du pinkelst da jetzt drauf. Positiv heißt also ein Strich rechts. Und negativ heißt zwei Striche. Und wir testen das jetzt. Zwei Stück sind da übrigens drin. Einen gebe ich dir jetzt und da pinkelst du mir bitte drüber. Alles klar. Guck mal. So, dann pack mal rein, das Ding. Wie lange soll man das halten? Nach 5 Minuten, jedoch nicht später als 10 Minuten, kann man das ablesen und 15 Sekunden lang sollte es in den Urinstrahl bzw. da reinhalten. So, 15 Sekunden, würde ich sagen, sind jetzt eigentlich so gut. Ja, jetzt zieh es mal raus und lutsch es ab. Nee, leg es irgendwo hin, bitte. Bitte die Skala nach oben. Wutsch, wutsch. Genau. Danke. Ja, und jetzt warten wir mal 5 bis spätestens 10 Minuten ab. So, ich bin so frech und benutze einfach mal den zweiten Stab und pinkel da jetzt einfach mal drüber, weil bei mir müsste ja eigentlich was drin sein, nehme ich mal an. Ich hoffe, das war lang genug. Ich habe jetzt einfach nur mal drüber gepinkelt. Im Gegensatz zum Felix, der hat es ins Glas gehalten. So. Ups, meine Hose ist noch offen. Ich lege das auch mal hier zu. Bei dem einen sieht man übrigens jetzt nach 2, 3 Minuten, soll es positiv sein. Positiv würde bedeuten, dass da was drin ist. Das ist eigentlich nicht gut. Nach 6 Wochen dürfte das eigentlich nicht sein. Die Frage ist jetzt, was ist wahr? Müsste man eigentlich einen Gegentest machen? Denselben Urin müsste man jetzt nochmal ins Labor schicken eigentlich. Und dann wüsste man eigentlich, ob es wirklich hundertprozentig ist. Aber gut, wir werden spätestens nach seinem Abhinkeln beim Amtsarzt wissen. So, wir haben jetzt 8 Minuten abgewartet. Ich denke mal, das ist eine vernünftige Zeit. Und man sieht eindeutig bei meinem Stift, wo ich drauf gepinkelt habe, ist eindeutig positiv. Das heißt, da sieht man also diesen zweiten eigentlich gar nicht. Und bei dem, wo der Felix drauf gepisst hat, ist drauf uriniert hat, meine ich natürlich, ist der eine Strich sehr deutlich zu sehen und der andere ganz, ganz schwach. Also ich würde mich nicht trauen, damit jetzt zum Test zu gehen. Allerdings sollte man eigentlich sagen, wenn man wirklich 6 Wochen nicht geraucht hat und auch in keiner Umgebung war, wo viel geraucht wurde, vielleicht in einfach auch Zimmer, dann sollte das eigentlich nach 6 Wochen weg sein. Jeder hat natürlich einen anderen Stoffwechsel und setzt sich das natürlich bei jedem auch anders im Fettgewebe ab. Aber in der Regel sollte das nach sechs, eigentlich zwischen 4 und 6 Wochen aus dem Blutkreislauf raus sein, beziehungsweise aus dem Urin. Ja, wie gesagt, es ist immer gut, bevor man abpissen geht, sich doch noch mal kurz selber zu checken. Und das ist eine ganz gute Methode, finde ich. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch mal einen Gegentest machen würden, aber der Felix wird uns Bescheid sagen in den nächsten Tagen, wie das Ergebnis beim Labor war. Bis dahin alles Gute. Lasst euch nicht erwischen.